denke ich mir, wie viele Gewächshäuser willst du bitte, Sebi? Rein in die Futterluke, boah. Tomme, ja. Warum ist das Ding da drin so rot wie im Schlachthaus, Alter? Was machst du da drin denn? Wo ist mein LKW? Tomme? Weiß. Viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell! Ha! Mann, Sebi! Mann, das ist schon wieder alles so Schrott. Was geht, meine Party People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz YouTube! Ihr habt die 150 Likes innerhalb von 3 Tagen gefüllt. Deswegen kommt jetzt Teil 2 von Landwirtschaftssimulator mit Sebi. Bei 160 Likes machen wir direkt einen dritten Teil. Sonst fasse ich dieses absolute Schmutzgame nicht mehr an. Rein da und viel Spaß! Domme, wie kaufe ich Windrad, was denn? Leute? Boah, wo? Was, wo? Sebi? Sebi, was, wo? Hallo, wie, wo? Schon wieder. Was machst du schon wieder? Bleib cool. Bleib cool. Oh, scheiße. Versteh es, wenn die Leute mal österreichisch reden, aber österreichisch schreiben geht gar nicht, ne? Macht mich richtig aggressiv. Sebi, es reicht doch jetzt! Wir haben verstanden! Ja. Was machen wir denn überhaupt heute da? Was ist der Plan? Außer, dass du weitere Erdbeeren sammelst. Ich hab's super gekauft. Schau, den fahr ich nieder jetzt. Komm, ich nehme dich mit! Freut der Bär! Wo kann ich jetzt hier ein Ding kaufen? Ja, was Windrad. Willst du denn kaufen? Das Windrad. Klick P und dann schau. Warte, ich baue ein Windrad. Oh, ich kann das alles nicht mehr. Da ist ein Windrad. So, Domme, jetzt baue ich ein Windrad her. So, okay, wir haben eins. 750.000 Euro! Ja, du hast gesagt, ich soll ein Windrad herstellen. Ja, ist okay. Passt, Sebi. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Alles gut. Okay, wir bleiben cool. Wir spielen Landwirtschaftsterminator, Alter. War schon Terminator, oder? Leute, Teamherz, super geil. Mann, ich krieg jetzt schon wieder alle Aggressionen. Schwertransport! Okay, wir legen los. So, wir fahren jetzt mit dem... So, wir holen jetzt mal wieder Wasser. Water. Oh nee, Gott, ich bin schon wieder... Scheiße! Okay, alles gut. War ich falsch? Ja, ich denk's mir doch, wo muss ich denn hin? Mann, ich fahr im Kreis! Mann, Sebi! Ich muss betanken. Bleib mal cool jetzt. Wo kann ich hier betanken? Auffüllen. Ja. Ich will dein Gesicht danken. Danke für ein Follow. Mann, jetzt fallen die Ballen runter! Ich krieg einen moralischen! Domme, ich komme nicht raus. Ja, und Domme, ich hab alles kaputt gemacht. Die Heuballen liegen am Boden. Die Kühe werden sterben. Toll! Schöner Stream! Mann, was denken die Autos? Jetzt fahren wir hier im LKW so entlang. Schau die Autos, es staut sich schon. Ja, Entschuldigung bitte. Ja. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich muss es wieder aufstapeln. Warte mal, ich habe jetzt eine ganz dumme Idee, Chat. Warte mal, ich habe jetzt eine ganz dumme Idee. Ich habe jetzt eine ganz dumme Idee. Ah, jetzt müsste es gehen. So, jetzt ist alles gut. Wir fahren jetzt hoch zum Hof. Ich weiß immer noch nicht, was Domme macht. Das Heuballen, Abend so um 20 Uhr bis 23 Uhr so ungefähr. Heuballen. Was ist denn jetzt los hier? Was ist denn jetzt los hier? Was ist das denn? Jetzt nochmal frei sein, nochmal dabei sein hier. Jetzt geht's los. Wir machen jetzt noch mehr von den Erdbeerhäusern, weil wir müssen ja die Kohle reintreiben. Domme ist gut im Geld ausgeben, ich muss es einnehmen. Wahrscheinlich! Leute, okay? Du, Schaufel, du hast das ganze Geld ausgeben. Nein, das ist nicht, du hast gesagt, ich soll ein Windrad kaufen. Ja, also okay, passt doch. Oh mein Gott, seht mal an, wie knapp das hier oben liegt. Wie geht's dir gut, wirklich so? Also jetzt wirklich so? Brauchst du einen Psychologen? Ich baue jetzt ein Gewächshaus, Domme. Ich habe einen guten Psychologen, brauchst du ihn? Ich will von dir wissen, Domme, ob du jetzt noch Platz brauchst, ob du noch was dazu baust hier, weil sonst... Jetzt warte doch, ich bin doch gleich da. Boah. Ich sieh mir die Sachlage jetzt mal genauer an. Das Ding fährt nicht schneller. Was soll ich denn machen? Wo bist du, Sebi? Ich baue jetzt hier eine neue Futterluke. Das war so knapp. Denke ich mir, wie viele Gewächshäuser willst du bitte, Sebi? Ein Umsatz ohne Ende und erweitern unsere Farm dann. Ich habe leider... Was mache ich jetzt überhaupt mit dem Stroh? Wo muss das jetzt hin? Sebi, wo muss das hin? Wie heißt das Game? Das Game heißt Landwirtschaftsterminator. So, und jetzt wird das Ganze mit dem Wasser hier aufgebaut. Es fällt schon wieder runter. Ja, Chat, für was habe ich denn das jetzt gekauft? Ich check's doch nicht. Wieso hänge ich denn hier wieder, Alter? Ey, dieses Spiel, ne? Hängen sie? Digga! Ich hänge schon wieder. Mann, Sebi! So, ach so, sorry, Domme. Entschuldigung, ich habe dich nicht... Ich habe kurz auf Chat geguckt. So, wir... Fähr ich jetzt so oder was auf zwei Reden? Oha! Digga, du wärst dich nur... Ja, und es ist so eine Lüge! Das ist so eine Lüge! Ich sehe es in der Aufnahme! Ich brauch das... für den Stall! Mann,
So, ach so, sorry, Domme. Entschuldigung, ich hab dich nicht, ich hab kurz auf Chat geguckt. Wo ist die Ausfahrt? Wo ist die Ausfahrt? Welche Ausfahrt? Ausfahrt von unserer Farm. Wo ist die Ausfahrt von unserer Farm, Bruder? Genau da, wo ich bin. Wo machst du deine Heuburg? Bei der Ausfahrt. Hey, grüß dich, Rudi. Du, wie geht's dir denn? Rudi, du, hör mal zu. Du, die Renate, die hat heute was gekocht. Magst du? Herr Rudi, warum hörst du denn du nicht? Der ist grantig. Oh, da fahren wir weg vom Rudi. Der ist grantig. Den lassen wir in Ruhe heute. Ja, Sebi ignoriert mich sowieso die ganze Zeit, wenn ich ihm was sage, wenn ich ihm was frage. Ich hol grad Wasser, Domme. Wasser. Da kann ich nicht rumsteilen. So, schaut's her. Jetzt habe ich das da abgeladen. Und jetzt? Was bringt mir das jetzt? Jetzt liegt er da quer hier drin. Und jetzt? Nee, was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt, dass dieser gottverschissene Querbalken da drin liegt? So, hier jetzt. Hier. Domme hat ein Heuproblem. ja. Die Kuh da, kriegt alles am Kopf. Dann geht's hier rüber. Ja, aber Chat, das ist doch nicht das, was ich wollte. Wir fangen jetzt nochmal. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Sebi, jetzt beruhigen wir uns mal. Also. Ja. Sebi. Ja. Oh, da ist jetzt das Heu drin, oder was? Oder das Stroh? Du kannst nicht Sebi sagen und dann Heu sagen. Ja, ich weiß nicht, jemand bei mir im Stream hat jemand gesagt, ich brauche Stroh, um das in dem Tierscheiß-Ding da drin zu verteilen. Jetzt habe ich das dahergeschüttet, aber verteilt hat sich Josef nichts. Ist das richtig so? Schon wieder so ein dummes... Einmal Domme! Bitte... Was ist denn? Domme! Ja, was rein? Mann, Sebi, jetzt fällt mein Trecker um, weil du mich anschreist. Domme, kannst du mal bitte den Gabelstapel zur Seite fahren? Ich kann gerade gar nichts, weil mein Trecker in der Seite liegt. Traktor müde, Traktor will schlafen. Domme! Sebi? Domme! Sebi! Mach den Gabelstapler da weg! Als ob du ihn nicht selber wegmachen kannst. Ich komme! Sebi, was machst du da? Das wir spielen nicht Paarungssimulator, du darfst meine nicht... Ramm mich mal runter, Domme, du musst mich runterrammen. Digga, du darfst ihn nicht besteigen! Du musst mich von Stapelgabler runterrammen, Domme. Fahr voll in mich rein im Trecker, Alter. Sebi, fahr doch bitte rückwärts. Ja, fahr ich doch. Alles gut. So. Kannst du? Klar, warum ist mein Gabelstapler schon wieder umgekippt? Ich komme ja schon. Wo bist du, Herr Anwender? Angelaufen kommt. Also ich muss... Wie ging das noch schnell mit dem Gabelstapler? Warte mal. Ganz ruhig, Domme, okay? Mann, das ist schon wieder alles so Schrott. Wie hängt Domme, das überhaupt, Sebi? Es funktioniert. Und wenn es funktioniert, reden wir nicht drüber. Ja, und jetzt hier rein. Gut, loslassen. Ja, der zweite kommt. Alter, der Profi, Alter. Ah, oh, das war zu viel. Ja. So, let's go. Gut, rein, stark. Rein in die Futterluke. Boah. Der wird jetzt rausfallen. Nee, auf sie. Jetzt ist er drin. Gut. Ja. Sebi, er ist wieder raus. Wer ist rausgefallen? Wo bist du? Ja, hier. Ja, wo hier? Im Stall. Also im Stall? Bist du mit dem Traktor in den Stall gefahren? Ja, das ist... Passt der da rein? Ja, da ist doch eine Auffahrt. Ach so, passt. Okay. Komm, mein, der Stapelgabler ist nicht hoch genug für dein Ding hinten da. Warte, ich fahr wieder raus. Boah, der dreht sich so schnell, ey. Ich krieg hier echt... Nimm den Ballen unten. Ach, ich hab den Ballen zu hoch genommen. Deswegen. Stellen. Das ist eine gute Idee. Domme, dieser Stapelgabler macht mich psychisch fertig, Alter. Dieses dumme Ding, warum lenkt das hinten, ey? Die Achsen von dem Ding gehen mir so auf den Sack, ey. Ja, okay, warte mal. So, jetzt, Domme, bleib mal ganz cool jetzt. Okay, bleib jetzt cool, Domme, und reg dich nicht auf. Sebi, weißt du, was richtig schlimm ist? Ich fahre die ganze Zeit im Kreis mit dem Schrott, weil ich nicht reinkomme, ey. Weißt du, was mein richtig... Mein Stecker geht nicht. Ich kann ihn nicht rein... Komm mal her, du dummes Ding, du... Sebi, jetzt hör mir doch mal zu. Gottes Willen! Hey, Domme, ich will nicht mehr. Können wir bitte irgendwas anderes zocken? Ich halte diesen Schrott nicht mehr aus. Jetzt lad ihn doch mal ab. Lad das Ding ab. Wie denn, wenn ich nicht reinkomme? Sebi, schau doch mal. Auf einer Seite ist es ein bisschen niedriger. Domme, wie kann ich diesen... Schau mal, auf einer Seite ist es doch niedrig, ist doch niedriger. Du bist jetzt mal ruhig und lass mich mal konzentriert hier arbeiten. Ich kann das alles nicht mehr, ich schwör's dir. So, jetzt rein. Okay. Domme, ich fahr im Kreis, der Gabelstapler ist nicht scharf genug, ich komm nicht in jedes Heu rein. Ey, mir wird schlecht, Alter. Ich komm nicht rein ins Heu. Mach's von der anderen Seite! Achso, die andere ist niedriger. Okay, habe ich jetzt gesehen. War außer mir nicht anschreien, kein Problem. Domme... Es geht immer noch nicht. Das Sebi steigt bitte aus. Lass mich das bitte machen. Nein, das macht mich psychisch gerade fertig. Schon allein, wie du den Heuball da drauf...
Was willst du? Das willst du mir jetzt in die Fahrerkabine legen, oder was? Stark! Funktioniert, Mann! So, jetzt ist hier alles gut, oder? Passt. Kann ich diesen Gabelstapel jetzt wegstellen und nie wieder anfassen? Ja, kannst du. Ich verstecke den Gabelstapel, dass ihn niemand mehr findet, okay? Ich komme nicht raus! Ich stecke hier fest, Dommel. Ja, ich stecke auch gleich fest. Dommel, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel! Also unser Ziel ist jetzt mal den Stall voll zu machen. Also wir haben da jetzt mal Stroh drin. Ja, essen ja, wir fahren jetzt zum Wasser. Zum Wasser runter. Aber was kommt da hin? Wo war das Wasser hier? Was kommt bei den Weißen? Viel zu schnell! Viel zu schnell! Viel zu schnell! Ha! Was macht der Typ schon wieder? Domme, wie gut sind wir versichert? Noch immer schlecht! Nee, er hat's Fahrzeug versenkt. Schon wieder? Nein, nein, nein. Ich kann also, nicht. Mein Chat ist voll mit Semi, liegt mit LKW im Wasser. Wie? Du hast ihn nicht versenkt. Ich lies nein, nur noch nein, nein. Das. Domme, ja, der Auspuff guckt noch raus. Und wenn der Auspuff rausguckt, ist alles gut. Die Elektronik hat's vielleicht ein bisschen erwischt. Was mache ich denn jetzt, Domme? Domme, der Bruder hängt hier gottlos im Fluss, Mann. TÜV regelt immer noch. Zurücksetzen. Was ist denn? Domme, was ist denn eigentlich... Warum hast du hier den Nova 330 und den Karat 140 hier irgendwo stehen und benutzt die nicht? Was ist denn das? Ja, der Nova und der Karat, Alter, das kennt doch jeder. Der Hofer Nova. Wer ist Nova? Wieso zum gottverdammten Hugo stellst du das Windrad mitten auf den Hof? Du hast gesagt, wir brauchen Windrad. Ja, aber das stellst du doch auf die Seite. Ah, der Hänger ist geliehen. Ja, wie kriege ich denn jetzt... Okay, dann geben wir den zurück, den Hänger, oder? Ja, gib ihn zurück, wenn er im Wasser liegt. Das kommt sehr gut an. Wie erklärst du das dem Händler? Entschuldigung, okay, ich bin mit 100 km/h in den Bach gerast. Ja, es tut mir leid. Ich würde ihn jetzt sehr gerne zurückgeben. Das ist so eine Lüge. Ich habe echt aufgepasst. Weißen? Viel zu schnell! Viel zu schnell! Viel zu schnell! Ha! Du red nicht, Domme, weil deine Maschinen stehen irgendwo am Feld rum, Alter, und machen gar nichts. Ja, die verwenden wir erst, wenn wir sie brauchen. Ja, Ja. Also, Alter, Nummer 1, brauchen wir Heu für den Stall. Kann ich das irgendwie leichter holen, das Heu, außer mit diesem gottverschissenen Gabelstapler? Was hast du jetzt am Windrad auszusetzen, Domme? Mann, das steht mitten im Hof. Mitten im Hof steht dieses gottverdammte Windrad. Nein, es steht... Ist ein Windrad eigentlich hier unter den Bergen? Ist das eigentlich nicht total doof, weil hier kein Wind weht? Wenn der Bruder jetzt wieder da drinnen hängen bleibt, dann heul ich aber, ne? Die fahren jetzt wieder alle Scheiße! Ja. Nicht, Timmy! Das ist so schlimm, das Spiel. Domme, ich will ja nichts sagen, aber die Zeit vergeht ultra langsam. Du weißt schon, dass wir keine Kohle kriegen mit 0,5 Speed. Ja, dann guten Morgen! Ja, guten Morgen! Nee, warte, ich mach die Zeit nicht so schnell, weil sonst verdirbt mir auf einmal wieder alles. Domme, es wird ultra dunkel. Wie viel Zeit hast du vergehen lassen? Ich war einmal im Menü und es ist stockdunkel hier. Wo ist mein LKW? Domme? Was ist Domme, hast du zufällig einen LKW, der 95 Kilometer groß ist, gesehen? Nee. Warum lachst du so wie so ein gottloser Goblin? Warum, Mann, Domme? Weil ich nicht weiterkomme. So, wir gucken auf die Karte. Wo ist mein LKW, Alter? Achso, den habe ich da hinten. Ich kann das alles nicht. Da. Wie wissen LKW-Fahrer, wo sie ihren LKW geparkt haben? Kann ich die Zeit jetzt einfach easy vergehen lassen, ohne dass mir hier irgendwas verdirbt an den Ballen? Schon eigentlich, oder? Wieso schneit es, Sebi? Es schneit! Oh mein Gott, da schaust du einmal nicht hin und es schneit! Willst du mich verarschen? Ah ja, es schneit. Meine Erdbeeren wachsen. Was ist mit deinen Kühen? Domme, warum ist das Ding da drinnen so rot wie im Schlachthaus, Alter? Was machst du da drinnen? Das sieht total creepy aus, die armen Kühe. Oder sind das Wärmelampen? Das sind Wärmelampen. Jetzt schneit aber nicht mehr. Domme, wie schnell lässt du bitte die Zeit vergehen? Oh, ich bin Herr der Zeit. Ja, du bist nicht nur Herr der Zeit, du bist Herr der Ringe, wenn du hier weitermachst mit 5 Jahren in einer Sekunde, Alter. Sebi, weißt du, du maulst mich an und stellst deinen scheiß LKW Mitte weg. Was? Oh. Also, warte mal. Oh, wir gehen das jetzt taktisch an. Wie? Mann, Sebi, ich geh mir jetzt nicht auf die Nerven mit deinem Scheiß. Ich verkaufe deinen LKW. Was soll ich verkaufen? Okay. Entschuldige dich, Domme. Entschuldige dich sofort. So, jetzt bist du mal... Jetzt entspannen wir uns mal, okay? Es kommt keine Entschuldigung. So. Wir letzte Chance für eine Entschuldigung. Wir brauchen jetzt Heu. Keine Ahnung, wo fährst du hin, Sebi? Ja, du hast dich nicht entschuldigt, Domme. Was in Gottes Namen machst du da? Ich hab so das dumme Gefühl, Sebi ist ganz leise. Der macht irgendeinen Blödsinn. Muss ich auf den Traktor raufmachen? Ja, okay, dann machen wir das auf dem Traktor. Domme, was machst du jetzt genau? Ich hab keinen Frontlader. Mann, ich versteh's nicht! Domme, du stehst ja seit einer Stunde vor mir rum. Machst du auch mal was? Mann, ich versteh's doch nicht, Sebi. Ich hab keine Ahnung, was ich kaufen muss. Ich bin doch kein gottverdammter Ballenstudierer, damit ich weiß, wie ich diesen gottverdammten Ballen auf den scheiß Messwagen aufkriege. Ja, und wo sind meine Ballen? Wo ist mein Traktor? Gute Frage. Ja, ich war vor dir. Wo ist er denn? Wo hast du ihn hingepackt? So, ich zeige euch jetzt, was ich jetzt gekauft habe. Ich habe den Scheiß da gekauft,
Ballengabel und ich habe den Scheiß gekauft. Den Kackdreck da. Reicht das jetzt, um einfach nur diese Kackscheiße hochzuheben und in den Mischlader reinzukippen? Das ist jetzt die Frage. Sebi, ich kündige, wirklich. Wie stehst du überhaupt da, Alter? Bist du Iron Man oder was? Mir platzt doch eine Ader im Kopf, ich sag's dir. Wie bitte, Karl? Was kann ich denn als nächstes machen? Ah. Ich will Bäume kaputt machen. Oh, lalala, der sieht ja. Uiuiuiui. Ich hab mir einen neuen Job gefunden, Domme. Ja, wir mieten den. Das geht ja hier nicht. Wie geht denn der Schrott, die McSchrott-Schrott, Alter? Da kaufe ich irgend so ein Billo-Teil und dann funktioniert. Okay, Domme, ich will einfach nur einen Baum absäbeln, ey. Und es funktioniert nicht, dieser Schrott. Nimm eine Kettensäge. Ich will aber mit diesem Monster hier den Baum fällen, Alter. Du musst ihn höher packen. Okay, wir bleiben jetzt mal. Es reicht mir. Wie komme ich denn raus aus dem Scheiß-Game? Einfach. Wenn du mich noch einmal fragst, ob wir Landwirtschaftssimulator spielen, hüpfe ich irgendwo im Dreieck so lange rum.